Herzlich willkommen bei Alles auf den Tisch. Mein Name ist Monika Gruber. Ich bin Schauspielerin, Kabarettistin, Autorin und ich spreche heute sehr, sehr gern mit Herrn Dr. Jost Derberg aus Hamburg, seines Zeichens Kinderarzt. Und am besten stellen Sie sich selber mal vor, bitte, Herr Dr. Derberg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist mir ein großes Anliegen, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Vielen Dank. Ich bin seit fast 20 Jahren kinder- und jugendärztlich tätig und ich bin in dem Vorstand des Vereins neu benannt, Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung tätig. Und das charakterisiert schon ganz gut auch meine Arbeit in meiner Praxis. Was die Impfung angeht, versuche ich mit aller Kraft die Menschen zu informieren über die Vor- und die Nachteile und ihnen dann die Möglichkeit und die Kompetenz zu geben, auch eine Entscheidung zu fällen. Und zwar ihre eigene, ihre individuelle, die dann eben auch dauerhaft und lange trägt. Ja, sind wir schon in medias res beim Thema. Wir sind jetzt im November 2021. Es wurde uns mal gesagt, wenn alle vulnerablen Gruppen geimpft sind und alle Menschen, die Angst haben vor einer Infektion, geimpft sind, dann werden alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Jetzt hat sich die Politik, versteift sich auf die Kinder. Jetzt sind die Kinder, werden dargestellt als die großen Treiber der Pandemie. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Derberg? Naja, und vor allen Dingen werden sie dargestellt als eine vulnerable Gruppe. Und das wird immer wiederholt und eben auch mit Vermutungen, wenn ich Herrn Lauterbach vor Ohren habe, der sagt, ja, wir wissen nicht, wie das mit Long-Covid ist und das wollen wir nicht riskieren. Dann denke ich natürlich, man muss eben auch die andere Seite mitdenken, nämlich wir wissen nicht ganz genau, wie die Langzeitfolgen der Impfungen sind. Und einige Menschen wollen das nicht. Ich behaupte, es gibt keine Langzeitfolgen der Impfung oder es gäbe danach Reaktionen, aber Langzeitfolgen einer Impfung sind eher unwahrscheinlich. Genau, und das sind alles Behauptungen und die Realität zeigt, dass das anders ist. Ein Beispiel, eine Möglichkeit an der BioNTech-Impfung eine Komplikation zu haben, gerade für junge Männer, jugendliche Männer, Jungs, ist eine Herzmuskelentzündung zu kriegen. Wenn die allermeist gut verheilt, aber trotzdem eine schwere Erkrankung ist. Nun wissen wir nicht, was in 20 und 30 Jahren mit diesen entzündeten Herzen passiert. Und wir werden es auch in 20 und 30 Jahren nicht herausfinden können. Und daran merkt man, dass ganz vieles von dem gesagt wird, das gibt es nicht, ist letztendlich eine andere Formulierung von, das wissen wir nicht. Und wir können es auch methodisch nicht herausfinden. Und aus diesem Grund gilt für mich immer wieder das Credo des Nihil Nocere, also nicht schaden, was immer wir tun als Ärzte, aber mindestens nicht schaden. Und in diesem Sinne vorsichtig zu sein und vor allen Dingen auch mit einer Maßnahme, die ja eine präventive Maßnahme ist. Die Kinder und Jugendlichen sind ja gar nicht krank, sondern wir wollen sie vor Krankheit schützen. Und das ist der nächste Gedanke, dass wir wissen, dass die Kinder und Jugendlichen, und das darf man auch nicht selten genug sagen, eben fast keine Not durch das Corona-Geschehen haben. An Covid-19 zu erkranken ist das ist wenn leicht und unkompliziert, und schwer zu erkranken, das möchte ich sagen, ist eine totale Ausnahme, und zu sterben sowieso. Sie sagen jetzt quasi, wir oder die Gesellschaft, die Politik übt jetzt auf die Kinder den Druck aus, quasi sich sozial zu verhalten und sich quasi im Dienste der Gemeinschaft impfen zu lassen. Und ja, das halten Sie für nicht richtig? Das halte ich für nicht richtig, weil die Impfung vor allen Dingen als fremdnützig vermutet und gehofft wird. Und auch da muss ich sagen, das sind eben fehlende Fakten oder es ist eine Formulierung der Hoffnung, dass wenn wir jetzt alle Menschen geimpft haben, und das ist das Bild der Herdenimmunität, dass wir dann tatsächlich eben das Virus auch besiegen können und ausmerzen können. Im Medizinischen ganz kriegerisch heißt das eradizieren. Das wird nicht gelingen. Und es wird auch nicht gelingen, indem wir auch noch die Kinder und Jugendlichen impfen. Und damit sind wir bei einem anderen Punkt, nämlich dem der Strategie. Welche Strategie verfolgen wir eigentlich? Im letzten Jahr, in den Corona-Zeiten, hieß es immer, wir wollen das Gesundheitssystem entlasten. Auch das wird jetzt wieder sehr stark in den Vordergrund gehoben. Trotzdem zeigen uns die Tagesschau-Kurven immer noch die Inzidenzzahlen, obwohl wir uns eigentlich davon auch verabschiedet haben. Ja, das wundert mich. Eigentlich hatten wir gesagt, wir werden uns nicht mal an den Inzidenzzahlen festhalten. Jetzt gibt es wieder nur immer der Messer wieder Inzidenzen. Und wenn wir, weil wir gerade bei den Intensivbetten waren, wieso werden dann in einer epidemiologischen Notlage Intensivbetten abgebaut, was ja der Fall war jetzt in den letzten 18 Monaten. Fehlt das Pflegepersonal? Haben wir in 1,5 Jahren nichts daraus gelernt? Zahlen wir immer noch diesen Menschen zu wenig? Widmen ihm zu wenig Aufmerksamkeit? Ich denke ganz genau das. Und auch das ist ein Punkt, wo
wo ich feststellen kann, dass ich es nicht verstehen kann, warum wir in einer epidemiologischen Notlage in der Bundesrepublik Deutschland eben nicht investieren, auch in den kurativen Anteil, nämlich in die Intensivstationen, von denen wir wissen, dass sie, wenn Menschen sehr schwer erkranken, notwendig sind, um eben Hilfe zu leisten, nachdem eben vielleicht eine Impfung nicht gewirkt hat oder Menschen tatsächlich auch ungeimpft erkrankt sind. Dass wir dahin nicht investieren, ist für mich völlig unerklärlich. Und ich rufe die Politik dazu auf, die intensivmedizinische Landschaft zu unterstützen, die Pflegerinnen und Pfleger besser zu entlohnen und sie zu motivieren, diesen sehr schweren und sehr wichtigen Job zu machen. Ja. Jetzt haben wir vorhin von Long-Covid gesprochen. Es gibt sicherlich Eltern, die Angst haben, weil wir sagen, wir wissen ja nicht, welche Langzeitwirkungen eine Impfung haben. Wir wissen auch nicht, hat Long-Covid auf Kinder Auswirkungen? Das ist zu wenig erforscht. Auch hier wissen wir zu wenig. Wie versuchen Sie, Eltern die Angst zu nehmen vor Long-Covid? Oder kann man überhaupt Eltern die Angst nehmen vor Long-Covid bei Kindern? Naja, ich glaube, dass jeder Mensch natürlich Sorge hat um sich und seine Kinder. Und dass alle Maßnahmen und alle Erfahrungen, die wir sammeln, auch mit Infektionen, immer auch Komplikationen haben und machen können. Und eine Viruserkrankung wie die des SARS-CoV-2-Virus kann auch im Zweifel eine Long-Covid-Erkrankung machen. Jetzt ist das Interessante, wenn man das bei den Kindern und Jugendlichen, nicht bei den Erwachsenen, aber bei den Kindern und Jugendlichen in der aktuellen Datenlage anschaut und man die bestverfügbare Datenlage nimmt, dann zeigt sich, dass der Unterschied zwischen Kindern, die eine Erkrankung durchgemacht haben, und Kindern, die nur, anderer Begriff, unter Lockdown leiden, genau gleich ist. Der Unterschied ist die positive PCR-Testung und die Krankheitssymptomatik, die sich bei der einen Gruppe der Kinder eingestellt hat. Aber beide Kinder- und Jugendlichengruppen leiden mit der gleichen Häufigkeit an den Symptomen des Long-Covid. Müdigkeit, Schlappheit, Antriebslosigkeit, Depressionen und dergleichen mehr. Tatsächlich eben auch sowas wie so ein Lebenskräfteverlust. Wir können es nicht wirklich differenzieren und deshalb sagen auch viele namhafte Mediziner, dass es dieses Syndrom in der Menge und in der Intensität, mit der es benutzt wird, um Kinderimpfung zu begründen, nicht gibt. Ja. Und das ist auch meine Erfahrung. Also ich kenne aus eigener Erfahrung, kenne ich zum Beispiel einen Fall, und das habe ich jetzt so mit diesem einen Fall miterlebt, wie groß eigentlich der Anteil ist an Kindern, die während des Lockdowns und dieser ganzen, in den letzten 1,5 Jahren schwer erkrankt sind, zum Beispiel an Magersucht, Essstörung etc. Das ist ein unglaublich großer Teil der Kinder, die in psychosozialer Betreuung sind und die Maßnahmen haben die Kinder buchstäblich krank gemacht. Haben wir uns zu wenig um die vulnerablen Gruppen, nämlich um die Alten und auch die Kinder, haben wir uns zu wenig schützend vor die Kinder gestellt? Naja, wir haben uns wie verengt mit unserem Blick auf einen Aspekt, nämlich Infektion. Und wir haben den ganzen anderen, nämlich den psychosozialen Aspekt, total aus dem Blick verloren. Das ist, wenn wir nur medizinisch sprechen. Jetzt kann man ja aus einer wirtschaftlichen Sicht sagen, wir haben die ganze wirtschaftliche Seite aus dem Blick verloren und haben einen ganzen Teil unserer Wirtschaftskraft ja auch geopfert. Aber zurück zur Medizin. Ja, wir haben bei den Kindern und Jugendlichen und aber auch bei den Alten nicht wirklich darauf geachtet, was das mit dem psychosozialen Wohlergehen dieser Menschengruppen macht. Und die Kinder sind schwerst geschädigt, das ist gar keine Frage. Sie hatten am allerwenigsten Nutzen davon, denn sie sind, und das werde ich nicht müde, auch immer wieder zu betonen, nicht betroffen durch die Gefahr, mit SARS-CoV-2 und Covid-19 schwer zu erkranken. Das heißt, wir haben sie immer auch da fremdnützig instrumentalisiert, um andere Menschengruppen zu schützen und haben das als Solidarität formuliert, verkauft auch, aber vor allen Dingen, ja. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir solidarisch sind mit den Kindern und Jugendlichen. Und das heißt, dass wir sie entlassen aus den vielen Auflagen, die wir ihnen zumuten, Maskenpflicht, Testungen, soziales Distancing und so weiter. Und dass sie wirklich jetzt wieder anfangen dürfen, ihr Kinder- und Jugendlichenleben zu leben. Und ich habe eine ganz schöne Rechnung letztens gelesen, dass ein 7-Jähriger, der ein Jahr lang seine Freundin nicht hat wirklich sehen können, mit ihnen hat interagieren können,
wenn das wir auf einen 70-Jährigen hochrechnen, dann ist das wie für einen 70-Jährigen, der 10 Jahre lang in einer sozialen Isolierung gelebt hat. Und da kann vielleicht jeder anfühlen und merken, dass das tatsächlich kränkend ist. Ich habe ein paar Freunde in Dänemark und ich glaube allgemein die skandinavischen Länder, Schweden zum Beispiel, wurde ja viel gescholten für seine Corona-Politik gerade am Anfang. Aber sie haben dann doch einiges richtig gemacht. In Dänemark wurde zum Beispiel die Maskenpflicht an Schulen aufgehoben bei einer Impfquote von, glaube ich, 48%. Und die Kinder, gerade die kleineren Kinder, haben das gar nicht so mitbekommen, hat mir eine Freundin erzählt, dass wir eigentlich eine epidemiologische Notlage hatten. Also das wurde von den Kindern so ferngehalten. Und ich finde, das haben die besser gelöst. Warum nehmen wir uns kein Beispiel an den skandinavischen Ländern, die so schlecht nicht gefahren sind? Weil wir Deutschland sind und weil wir es ganz besonders gut und richtig machen wollen. Und meine Erfahrung in den skandinavischen Ländern ist, dass tatsächlich auch so eine größere Seelenruhe herrscht. Wir Deutschen sind, glaube ich, ein recht nervöses Volk auch. Nicht umsonst gibt es diesen Begriff der Hysterisch, German. sag ich immer. Wie? Wir sind ein hysterisches Volk. The German. Ja, German Angst, ne? Dieses Gefühl der Angst und was können wir tun, um uns zu schützen. Und wir sind allzu schnell bereit gewesen, wirklich auf die Zahlen und die Fakten zu gucken. Und auch jetzt gilt es wieder, auf die Fakten und Zahlen zu gucken. Und besonders, und ich möchte es betonen, bei den Kindern und Jugendlichen. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine erhöhte Zahl von Erkrankungsfällen wieder im hohen Alter. Und wenn wir uns die Zahlen des Robert-Koch-Instituts anschauen, dann zeigt sich immer noch, das sind immer noch die Menschen über 60. Es sind nicht die Kinder und Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, es sind die älteren und ganz alten Menschen, die auch jetzt wieder in Gefahr kommen. Aber die Und noch Begründung ist eins. immer, dass Kinder diese Menschen wieder anstecken könnten. Und dass wir deshalb die Kinder impfen müssen. Jetzt sagen Sie aber, ist ein geimpfter Mensch, der bleibt auch anstecken. Vielleicht weniger als ein ungeimpfter, Entschuldigung, aber er bleibt auch weiterhin ansteckend. Er bleibt weiterhin ansteckend und deshalb sind die Maßnahmen, die wir gerade ergreifen, politisch logisch. Wir haben immer gesagt, wenn wir alle geimpft haben und die, vor allen Dingen die geimpft sind, so sagen es die Politiker andauernd, denen müssen wir jetzt auch ihre Grundrechte zurückgeben. Und die, die nicht geimpft sind, denen werden wir sie weiter vorenthalten. Frau Merkel hat offensichtlich darüber nachgedacht, einen Lockdown für Ungeimpfte zu implementieren in den nächsten Wochen. Und dabei wird völlig ignoriert, muss man ehrlich sagen. Und zwar sträflich ignoriert, dass eben auch Geimpfte die Erkrankung weiter übertragen können und damit weiterhin auch an einem Infektionsgeschehen teilnehmen. Das ist bei mir gerade in der Familie so passiert. Tatsächlich eine doppelt geimpfte Person hat andere Personen infiziert und das auch nachweislich. In der Schule meines Neffen war es so, dass ein Kind positiv getestet wurde und dann nur die Ungeimpften nach Hause geschickt wurden. Die Geimpften verblieben im Unterricht und wurden aber auch nicht getestet. Was sagen Sie zu sowas? Naja, passt genau in das, was wir gerade sagen. Das ist politisch sinnvoll, es ist medizinischer Unsinn. Es ist wirklich totaler Unsinn. Und die Daten, die wir uns alle gegenseitig um die Ohren schlagen, das muss man auch ehrlich sagen, nutzt jeder so, wie er für seine Argumentationsrichtung sich wünscht. Und es gibt, wenn wir die verschiedenen Zahlen, die es natürlich zu finden gibt, anschauen, immer Zahlen mit hoher Evidenz, mit mittlerer und mit ganz geringer Evidenz. Und jetzt kann man sich zum Beispiel sehr streiten darüber, welche Studienzahlen nun gut sind und welche nicht. Ich möchte auf eine Studie, die Haushaltsstudie aus England, eingehen, die untersucht hat im Real-Life-Kontext, nämlich in Haushalten, wie die Übertragbarkeit ist durch Geimpfte und Ungeimpfte. Und da zeigt sich, dass Ungeimpfte die Erkrankung an 38% oder zu 38% weitergegeben haben und Geimpfte zu 25%. Und dass der Wahrscheinlichkeitsbereich, in dem diese beiden Zahlen liegen, sehr ähnlich ist. Also möglicherweise ist es so, dass das eben doch 50-50 ist. Momentan gibt es noch eine gewisse Lastigkeit zugunsten der Ungeimpften oder zu Ungunsten der Ungeimpften. Damit würde sich aber dieses Argument, dieses viel zitierte Argument der Solidarität, wegen der man sich impfen lassen soll, das ist ja dann quasi fast ad absurdum geführt. Also das gibt es, fällt ja weg dann somit. Wenn man auch als geimpfter Mensch weiterhin natürlich auch schwer krank werden kann, Zweifel nicht schwer, aber es vor allen Dingen weitergeben kann. Und damit würde dann aber das ganze politische Narrativ in sich zusammenbrechen und deshalb halten wir daran fest.
Also Sie sagen, weil Sie sagen, wir halten daran fest, die Impfempfehlung der STIKO für Kinder ab 5 Jahren wird kommen. Das ist gar keine Frage. Das weiß ich nicht. Ich habe eben gerade noch mal gelesen, dass die führende Mediziner in England sich sehr vorsichtig dazu äußern und die Empfehlung, die es von der CDC in den USA gibt, nicht übernehmen wollen zunächst. Wie immer heißt es, wir wollen weitere Daten abwarten, aber die sehr skeptisch sind, weil sie eben die Faktenlage kennen. Die Kinder leiden fast gar nicht schwer an Corona und SARS-CoV-2 und sie haben damit eben nur einen ganz geringen Nutzen durch eine mögliche Impfung und sie haben alle Möglichkeiten der Schädigung, von denen wir ja schon einige benannt haben, unter anderem die Herzmuskelentzündung, die besonders jungenlastig ist, wo wir feststellen müssen, dass die Abwägung zwischen dem, was der Nutzen ist und dem Schaden, sicher zugunsten des Nichtimpfens geht, auch weiterhin. Und deshalb kann ich nur hoffen, dass die STIKO auch dabei bleibt. Ich will Sie ermutigen, meine Kolleginnen und Kollegen der Ständigen Impfkommission. Und um ehrlich zu sein, befürchte ich, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres eine Empfehlung, trotzdem wir die Fakten anders kennen, genauso lesen werden, wie wir sie haben lesen müssen für die Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17. Das bringt mich zur Frage, wie unabhängig ist denn die STIKO? So gut wie möglich. Aber sie ist trotzdem ein Teil der Behörde des Robert-Koch-Instituts und wir von dem Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung werben sehr dafür, eine Institution zu schaffen, die frei ist von wirtschaftlichen und frei ist von politischen Interessen. Und natürlich ist die STIKO nicht völlig frei, aber so gut wie möglich räumt man ihr ein, dass sie eine freie Entscheidung fällen kann. Nur sie selbst haben miterlebt, wie stark die Gesellschaft, wie stark die Medien, wie stark die Politiker immer wieder sagen, ja, wir respektieren die Entscheidung der STIKO, aber sie sollte nun endlich und wirklich nachhaltig diese Empfehlung aussprechen. Ja, man sieht ja am Fall Joshua Kimmich, dass jemand, der Zweifel hat am Nutzen der Impfung oder einfach sagt, ich möchte noch warten, bis ein anderer Impfstoff kommt, der wird ja niedergemacht. Also Herr Kimmich hat das ja zur Staatsaffäre erhoben worden. Also wenn selbst Regierungssprecher Seibert sich einschaltet in die Diskussion und ihm empfiehlt, und vor allem wird er so dargestellt, als ob er nicht gut genug informiert ist. Das heißt, es darf überhaupt keine Diskussion mehr entstehen, kein Diskurs mehr in der Gesellschaft. Wann hat es eigentlich aufgehört, dass wir angefangen haben, einfach zu hinterfragen oder zu zweifeln? Warum darf man das nicht mehr bei so einer wichtigen Sache? Weil, und gerade dem Joshua Kimmich ja vorgeworfen wird, dass er so eine große Vorbildfunktion hat und das allgemeine Paradigma ist, dass Impfungen immer gut sind. Das wird nicht wirklich und auch nicht differenziert hinterfragt. Es gibt ja auch sehr gute Impfungen, keine Frage. Also Kinderlähmung, Tetanus, also das sind alle Impfungen, die wir alle haben und das ist ja alles wunderbar, aber in jedem einzelnen Fall, auch was diese Impfung angeht, ist es sinnvoll, sie im Einzelfall gut mit den Eltern zu besprechen und abzuwägen und zu begründen. Und jede Art von Unterbindung eines individuellen Impfentscheids führt immer zu irgendeiner Art der Bevormundung und des nicht wirklich Ernstnehmen des jeweils individuellen Gesundheitsstrebens. Und in diesem Sinne setze ich mich immer wieder und jeden Tag dafür ein, dass das die Eltern, ich spreche allermeistens mit den Eltern von den Kindern, dass die eine individuelle Entscheidung fällen können. Und das ist nicht gewollt. Und deshalb wird Joshua Kimmich, der eine individuelle Entscheidung gefällt hat, es ist nicht so, dass er noch nicht gut informiert wurde oder dass er noch überlegen muss, sondern er hat überlegt und hat sich ja auch seiner Öffentlichkeitswirksamkeit bewusst dagegen entschieden, hat gesagt, ich kann es für mich momentan noch nicht verantworten. Und das müssen wir als Gesellschaft respektieren können. Und ich bin auch sicher, dass wir das können. Wir müssen nur anfangen damit. Das muss eine Gesellschaft aushalten. Eine Gesellschaft muss andere Meinungen aushalten. Aber wir befinden uns in einer Zeit, in der der Staat offensichtlich sehr daran interessiert ist, eine paternalistische Entscheidung zu treffen und weniger an, ich sage mal, Bürgern mit Eigenverantwortung interessiert ist. Ich sage immer, man hat den Eindruck, der Staat möchte Untertanen haben, denen man einen Befehl erteilt und die dann kritiklos folgen. Ich frage mich, in welche Richtung das noch gehen soll. Vielleicht, meine Hoffnung ist, dass es erst schlechter werden muss, damit es hinterher wieder besser wird. Aber ich weiß nicht, wie stehen Sie dazu? Dass, Sie sagen ja, Sie reden mit den Eltern der Kinder und versuchen, so gut wie es geht, so gut wie sie es können, in ihrem besten Wissen und Gewissen, alle Vorteile, Nachteile den Eltern mitzuteilen, damit die Eltern eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen können. Und warum wird es Leuten so schwer gemacht heutzutage? Warum wird auch nicht mehr zum Beispiel in Salutogenese Zeit investiert, Leuten zu erzählen, wie kann man sich überhaupt vor einer Krankheit schützen? Wie kann ich mich gesünder
ernähren, gesünder, was muss ich tun, bewegen, Sport etc. Das fällt ja irgendwie in den letzten 1,5 Jahren, hat man gar nichts dazu gehört. Naja, also ich glaube, dass die Politik gerade das macht, was die Mediziner und meine Kollegen alltäglich eben auch machen. Sie haben die Vorstellung, dass sie es besser wissen für ihre Patienten und sie deshalb führen müssen. Wir sind also Hirten, die Schafe führen. Wir sind die Väter, die Kinder führen. Und so kann man auch die Politik gerade erleben. Seit 1,5 Jahren fühle ich mich eher wie ein Kind behandelt, dessen Vater und dessen Mutter ihm sagen, wo es am besten längst zu gehen hat und wo es lieber nicht gehen sollte. Und das ist der eine Aspekt. Also das, was wir in der Medizin machen, wird jetzt politisch auch sehr stark gemacht. Und zwar, und das ist eine Verquickung, die ich besonders fatal finde, in der Medizin und mit medizinischen Fragen. Und wir sprechen ja eben auch, um das Beispiel von Herrn Kimmich zu nehmen, als einer von 80 Millionen oder 83 Millionen Deutschen. Wir sprechen davon, dass es um die Unversehrtheit seiner leiblichen Integrität geht. Und die einzige Entscheidung, der Einzige, der darüber zu entscheiden hat, das ist der einzelne Mensch und niemand anderes. Und von dieser Grundidee verabschieden wir uns gerade intensiv. Und zwar in einem Bereich, der sehr, sehr verletzlich und sehr, sehr empfindlich und sehr schützenswert ist, nämlich der menschlichen Gesundheit und des menschlichen Leibes. Und ich bin davon überzeugt, dass der Staat da nicht einzugreifen hat. Und dass die einzigen für Kinder und Säuglinge zum Beispiel, die das zu entscheiden haben, die Eltern sind. Und je größer und älter eben die Kinder und Jugendlichen werden, desto mehr müssen wir die mit einbinden in diese Entscheidung. Und ja, sie nicht zwingen und nötigen. Ja, eben, weil sie natürlich, wollte ich gerade sagen, einem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt sind. Auch in der Klasse, die Mitschüler, die bereits geimpft sind, sagen natürlich, wieso bist du nicht geimpft? Und dieser psychosoziale Druck steigt natürlich, je älter die Kinder und Jugendlichen werden. Und was würden Sie gern abschließend Eltern sagen wollen, die sich überlegen, wirklich jetzt, sollte die Impfempfehlung kommen oder jetzt auch für Kinder ab 12 Jahren, was würden Sie gern Eltern zum Thema Kinderimpfung sagen wollen? Dass sie sich sehr gut informieren, und zwar über die Vorteile und über die Nachteile und über die Motivation, warum sie es machen. Und ich erlebe, dass wirklich Alltag Motivation der Kinder und Jugendlichen ist und damit auch der Eltern, die sagen, wir wollen gemeinsam zum Beispiel auf eine Kreuzfahrt gehen, die jetzt ja wieder möglich sind. Und da habe ich gerade gehört, dass Kinder unter 12 gar nicht mitgenommen werden, weil sie nicht impfbar sind und damit der 2G-Regel nicht gehorchen. Und dass, wenn jemand nicht geimpft ist, kann der nicht mitmachen. Also der Hauptgrund für diese Altersgruppe, sich zu impfen, ist letztendlich den Maßnahmen zu entgehen, die wir aufgrund der Pandemie auf sie auferlegt oder ihnen auferlegt haben. Und das ist wieder eine Verquickung von Politik und Medizin, die ganz, ganz ungut ist, denn es ist ja gar keine medizinische Indikation, sondern eine psychosoziale oder vielleicht eine politische Indikation. Und Sie haben mal in einem Vorgespräch was Schönes gesagt, Sie wünschen sich einen etwas brüderlicheren Ansatz und ein brüderliches Miteinander umgehen. Also weniger den anderen bevormunden, den anderen unter Druck setzen, sondern dass man mehr das Gespräch sucht und gemeinsam zu einer Lösung findet, mit der jeder glücklich ist und leben kann. Vielleicht muss man heutzutage geschwisterlich sagen, dann haben wir alle eingegriffen. Ja, das kommt wieder der alte Bayern mit durch und der alte Anarcho. Und genau deshalb finde ich die Aktion mit alles auf den Tisch gut, weil wir tatsächlich einfach miteinander im Gespräch sind. Und wir können unterschiedlicher Meinung sein und auch unterschiedliche Haltung haben. Und trotzdem sprechen wir miteinander. Und diese Art von Diskurs und Austausch, den wünsche ich mir eben auch auf gesellschaftlich breiter Ebene und eben auch auf der politischen Ebene. Und dass wir aufhören mit Ausgrenzungen und Diffamierungen und mit dem Finden von Sündenböcken. Die Kinder und Jugendlichen müssen gerade herhalten für eine Strategie, die eben offensichtlich nicht ganz aufgeht. Wenn man sich die Fallzahlen anguckt, die seit März 20 vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht werden und die parallelisiert mit den Fallzahlen seit März 21, dann zeigt sich, dass die Kurven fast gleich sind. Wir haben dieses Jahr ein bisschen früher angefangen mit dem Anstieg, aber in der absoluten Zahl aktuell, Stand 3. November 2021, sind wir ziemlich gleich zu dem, was wir in 2020 erlebt haben. Und damals hatten wir keine Impfung, jetzt haben wir Impfungen. Und da ganz genau hinzuschauen, wie wirksam sind die ganzen Maßnahmen, das halte ich für eine wesentliche neue Wendung vielleicht in unserem Umgang mit der Pandemie. Denn wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt, aber wir werden dieses Virus nicht ausrotten können. Wir verfolgen eine Zero-Covid-Strategie, implizit. Ohne es auszusprechen, genau. Und
wir merken, dass wir eigentlich damit nicht wirklich gut fahren. Wir schaffen das nicht. Wir werden mit diesem Virus uns auseinandersetzen müssen, und zwar alle irgendwann. Ja. Und hoffentlich sehen wir uns mal wieder, vielleicht auch nicht nur am Bildschirm, sondern live. Das würde mich sehr freuen. Und in hoffentlich etwas weniger ängstlichen und hysterischen Zeiten, Herr Dr. Derberg. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, weil ich weiß, wie knapp bemessen Ihre Zeit ist. Deshalb umso mehr herzlichen Dank. Wie bei Ihnen auch. Vielen Dank. Dankeschön.